Locked and loaded und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Everybody's Gun to the Rapture. So, nächste Aufnahmesession nach einiger Zeit mal wieder. Wir sind immer noch im Feriencamp und in der letzten Folge hatten wir ja die wichtige Durchsage. Die ach so wichtige Durchsage. Dann waren wir nochmal hier, das kann ich jetzt nochmal abgehen, oder muss ich nochmal abgehen, glaube ich. Ansonsten ist das nicht im Spiel drin und das wäre schade, genau. Was? Komm her, du Dummkopf, und sei nicht so laut. Ja gut, das hatten wir ja in der letzten Folge schon. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt nochmal machen muss, aber es speichert halt nur an bestimmten Stellen. Nenn mich Charlie. Worum geht's, Charlie? Rachel Baker. Was ist mit dir? Oh, was soll das, Kleiner? Ich bin nicht von gestern. Hast du Lust auf eine Tracht Prügel? Sie ist 16. Sie ist kein Kind. Das sag mal ihrem Vater. Er macht dich kalt. Ich liebe sie aber. Liebe hört nicht einfach auf. Ich sag ja auch nicht, dass du aufhören sollst. Sei einfach nur vorsichtig. Jo, sei einfach nur vorsichtig. Gut, und dann können wir eigentlich auch schon weiter. Ich glaube, das war die letzte Szene, die wir gekriegt haben. In der letzten Folge, oder die wir hatten. Und dann würde ich sagen, wir folgen dem Licht mal wieder. Ich weiß nicht, wo wir jetzt wieder hin sollen. Weil irgendwie müssen wir auch mal hier wegkommen, ne? Oh, Gewitter wieder. Sehr geil. Ja, dass wir nicht rennen können, das ist echt doof. Ich bin einfach nur zu doof, um es rauszufinden. Wie? Ich weiß nicht, aber es ist ja wirklich irgendwie so ein Gehsimulator, ein Spaziergeh-Simulator quasi. Das Licht führt uns jetzt schon wieder hier rum. Ich weiß nicht warum. Da hinten ist es jetzt. Wieder mal. Keine Ahnung warum. Weil da waren wir ja schon mal. Also ich weiß jetzt nicht, was das... Also, keine Ahnung. Sorry Leute, ich weiß nicht, warum wir da jetzt hin müssen. Ehrlich nicht. Hier waren wir aber drin, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe mich, glaube ich, so auf das Dings konzentriert. Gut, hier ist nichts. Vielleicht können wir die Tür öffnen, ich weiß es nicht. Nö. Können wir nicht. Gut, dann halt nicht. Das Licht will uns wieder da hinten hinführen, hier. Wo die Campingwagen stehen. Diese kleinen Ferienhäuser. Ja, Campingwagen sind es eigentlich, ne? Da hat uns das Licht wieder hingeführt. Ich weiß aber nicht, warum. Schon wieder. Wo ist es? Es war doch hier eben. Oh. Ach Mensch, hier. Irgendwo ist hier ein Radio. Ach, da vorne. Oh, bin ich blind. Guck mal, was die zu sagen hat. Alle fünf Türme arbeiten jetzt zusammen und ich habe den Empfang im roten Bereich, aber es reicht nicht. Ich werde versuchen, das Signal durch Turm 6 umzuleiten, um einen einzelnen Empfangspunkt zu schaffen. Durch die Neuausrichtung des optischen Systems sollte theoretisch ein Maximum des Signals am Ausgangspunkt entstehen. Wenn ich mir diesen Ausgangspunkt als siebten Turm vorstelle, ergibt das irgendwie Sinn. Irgendwie. Ich fürchte, das geht weit über alles hinaus, was ich über Physik weiß. Aber egal, einen Versuch ist es wert. Ja, irgendwie. Juti. Gut, dann haben wir wenigstens den Hinweis. Okay. Den Hinweis jetzt noch bekommen. Dann sagt das Licht uns irgendwie hier noch was, glaube ich. Sollten wir hier vielleicht nochmal nachschauen. Ist dort unten noch was? Dort unten ist noch ein Tor, das aufgeht. Aufgehen könnte. Ich höre wieder Stimmen, aber okay. Dies ist eine Meldung des Herberton Bezirks für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Oh Gott, Steven. Was geschieht mit mir? Okay. Ja, toll.
Krankheitssymptomen bitte anziehen. Diese Durchsage ist echt mies. Komm, da hinten ist bestimmt irgendwas. Ich hoffe es. Wer hätte mit so einem Tretboot hier, so einem Tretwasserfahrrad-Ding da rumfahren können? Das wäre natürlich auch geil. Aber ich gehe nicht davon aus. Der Grill glüht auf jeden Fall noch. Die Kohle glüht noch, sagen wir es mal so. Hier können wir auch noch durchgehen. Boah, es ist echt ein Spiel, was einem Gänsehaut bereitet. Obwohl hier nichts passiert. Allein wegen der Musik und den Sounds und... Apropos Musik, Entschuldigung, wenn in den letzten Folgen immer mal Leerstellen waren, was Musik und so betrifft. Abgehauen. Sag sowas nicht, Reese. Das würde sie nicht tun, oder? Was ist mit Dylan? Sie hat sich nicht darum gerissen, auf ihn aufzupassen, oder? Sie hat's auf dich abgewälzt. Sie kommt nicht zurück. Dann lass sie halt. Sie denkt immer nur an andere. Bestimmt hat sie etwas Wichtiges zu erledigen. Dann bist du hier jetzt wohl der Boss? Also hauen wir wohl nicht ab, oder? Spanien kann warten. Pass auf. Du gehst da wieder rein und lieferst die beste verdammte Peter Pan-Aufführung aller Zeiten ab. Und ich hole deine Eltern. Versprich, dass du wiederkommst. Versprochen. Ja, ob er sein Versprechen erhalten konnte. Man weiß es nicht. Oh, ein Herz. Rachel, würde ich jetzt mal sagen, oder? Oder Rach B, Rach B, wie auch immer. Wo war ich gerade? Achso, Ton. Wenn da Ton gefehlt hat in den letzten Folgen, ich bitte dies zu entschuldigen. Das liegt an YouTube und der schönen, netten GEMA, die nicht möchte, dass ich hier Musik habe und natürlich auch nicht an... Und natürlich auch Copyright, etc. Die wollen natürlich nicht, dass ihre Musik hier einfach mal in Videos verwendet wird. Ist ja vollkommen verständlich. Total. GEMA ist Schwachsinn, aber ist ja egal, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das weiß jeder, dass das total ätzend ist. Und deshalb muss ich halt an bestimmten Stellen die Musik rausnehmen und das habe ich dann über YouTube gemacht und ja. Dass das nicht immer so perfekt passt, weiß ich. So, ich hoffe, wir haben das Problem so ein bisschen weniger in den nächsten Folgen. Aber versprechen kann ich es leider nicht. So, können wir hier hoch? Hoffen wir es mal. Nein. Nee. Können wir bestimmt auch nicht durchs Gebüsch laufen? Natürlich nicht. Ne, hier ist eine Barriere quasi. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Warum kann nicht jedes Spiel so schön aussehen? Boah, der Blitz ist aber richtig im Wasser eingeschlagen. Boah, der auch, okay. Also Kinder, nicht schwimmen, wenn es gewittert. Das könnte wehtun. Dann seid ihr ganz schön elektrisiert. Ach Gott. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Aber sowas von überhaupt nicht. Ich hoffe mal, das Licht führt uns hier irgendwo hin, langsam. Da ist das Licht auf jeden Fall schon wieder. Hallo Licht. Ey. Sag mal, das Licht ist doch doof. Das ist, ey, hin und her und her und hin. Ja, auf den Spielplatz? Okay. Kriegen wir hin. Das können wir machen. In ihrem Büro ist sie auch nicht. Sie wohnen in der Nähe, oder? Ja, im Dorf. Glaubst du, sie ist Mr. Graves suchen? Lizzie weiß, Robert taucht wieder auf, wenn er nüchtern ist. Er kommt klar. Soll ich sie suchen gehen? Nein, schon gut. Komm, ich habe den Kindern versprochen, die letzte Nummer nochmal zu proben. Und dann gibt's Tee für alle. Du bist ihr sehr ähnlich, weißt du? Wie Lizzie. Ich? Nein, sicher nicht. Ich bin bei der ersten Gelegenheit hier weg. Ja, das wäre ich auch gerne bei der ersten Gelegenheit hier weg. Aber wir sind hier und wir wollen natürlich rausfinden, was passiert ist, wenn wir schon mal hier sind, ne? Aber dass es dann doch so eine lange Reise wird, hätte ich gar nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Ich meine, gut, für 20 Euro, da kann man schon ein bisschen was erwarten, aber so viel hätte ich nicht erwartet. Sag ich so, ganz ehrlich. Lich, bleib doch mal da, wo du bist, ey. Ah, ist immer so schnell da hinten, ey. Ja, vielleicht kommt es uns ja auf halbem Weg wieder entgegen. Scheint aber nicht so, wir sollen da wahrscheinlich hin. Vielleicht können wir da auch weitergehen. Oh, wäre cool. Oder haben wir hier wieder irgendwas? Ja, wir haben hier was. Ah, hier hinten, oder? Yo. Boah. Hallo, Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder... Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth, ich... Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Gut, dann tun wir mal unser Bestes. Das ist eine gute Einstellung, so. Wir können jetzt hier hundertprozentig nicht rein. Ich weiß auch nicht, wo hier ein Tor ist. Es regnet immer noch so ein bisschen. War jetzt nicht weiter schlimm, glaube ich. Das Licht ist natürlich wieder abgehauen. Wir können da lang. Ja, da waren wir ja eben. Da waren wir schon. Schade. Ob wir hier noch jemals runterkommen vom Camp? Ich weiß es nicht. Ja, wo bist du denn, Licht? Wo bist du denn? Dass er sich nie wiederfinde, das ist doch doof. Und in Daisy würde ich mich jetzt freuen über den Brunnen. Ha. Ja, hier ist es eher so... Ja, da ist halt ein Brunnen. Schön, detailverliebt, das ist sehr gut. Das ist sehr detailverliebt, das Spiel, also wirklich. Ich glaube, wir haben jetzt im Camp alles gesehen eigentlich, oder? Vielleicht kommt bestimmt mal eine Durchsage oder so. Jetzt kommt natürlich nochmal Musik, die wahrscheinlich sowieso wieder rausgeschnitten wird. Leider. Ich habe es extra ein bisschen leiser gestellt, aber wenn ich es zu leise stelle, dann hört ihr ja gar nichts mehr. Das ist auch doof. Ich habe eigentlich gedacht, dass man hier Musik vielleicht Musik einzeln irgendwie leiser stellen kann. Wäre für YouTuber deutlich besser. Aber das geht leider nicht. Man kann hier nur die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser stellen. Das habe ich getan. Aber ich denke mal, es wird trotzdem noch zu Problemen kommen. Aber vielleicht, ich nehme jetzt mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, vielleicht geht das dadurch auch so ein bisschen, dass ich das, ja, weil hier ist die Lautstärke nicht ganz so hoch. Das habe ich noch gar nicht gesehen, zum Beispiel hier. Da kommen wir zum Schwimmbad, ja, okay. Da waren wir ja schon. Ja, da kommt wieder die Musik, toll. Ja, irgendwann muss doch wieder eine Durchsage kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt wirklich mal hier runter wieder. Vom Feriencamp. Und gehen mal weiter. Ich weiß gar nicht, von wo wir gekommen sind. Wir sind von links gekommen. Folglich müssen wir dann nach rechts, aber da waren wir ja auch schon. Das Licht müsste uns ja den Weg zeigen, wo wir hin müssen. Was liegt es nicht da? Also eigentlich müssten wir jetzt hier Tipworth Road hier hochgehen. Gute Frage, nächste Frage. Ich mach's einfach mal. Vielleicht kommt ja hier das nächste Kapitel irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, das eben war... Was war denn das? Lizzie? Nee. Aber wie hieß die denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich nicht mehr.
Sorry, Leute. Können wir über die Wiese gehen? Bestimmt nicht. Da ist das Licht. Ja, wir können aber nicht hin. Da war doch eben das Licht. Ach da, da ist es ja. Hallo, Licht. Ja, ja, du willst doch jetzt nicht sagen, dass hier was ist. Okay. Die Geräusche werden gruseliger. Oh, ein Telefon. Alter. Steven. Und da sind wir schon bei der Musik wieder. Ja, toll. Nächste Szene, also nächstes Kapitel. Und Telefon. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so schlimm. Zwei Prozessoren sind schon ausgestiegen. Einfach durchgebrannt. Bitte, ich liebe dich. Du musst da sofort raus. Es ist nicht sicher. Ich brauche dich, Steven. Ich brauche dich hier. Ich öffne das Tor manuell und lass dich rein. Es ist zu gefährlich. Du verstehst nicht, was hier draußen los ist. Nein, du verstehst das nicht. Wir können das schaffen. Wir können eine Lösung finden. Ich brauche nur mehr Energie. Ich muss das Signal verstärken. Das kann ich nicht alleine. Du hast die Chance gesehen. Du hast alles berechnet. Weißt du noch? Wir sind für all das verantwortlich. Du und ich. Es sind aber nicht mehr bloß du und ich, oder? Gott, Kate, du versuchst mit ihm zu reden, stimmt's? Kate, das darfst du nicht. Steven, ich muss es tun. Okay. Wir gehen in die Telefonzelle und es wird dunkel. Dunkler. Finde ich sehr uncool, muss ich sagen. Wenigstens ist die Musik jetzt wieder ein bisschen weg. Was willst du mir sagen? Okay, haben wir jetzt zwei Lichter. Das ist richtig uncool. Warum schickst du mich denn jetzt wieder hier runter? Das weißt du selber nicht, ne? Okay. Das Licht schickt mich wieder runter. Richtung Feriencamp. Ich weiß nicht warum. Es wird immer so ein Stück klarer. Ah. Nein, nicht schon wieder dahin, oder? Aber das Problem ist, es ist jetzt wirklich dunkel geworden. Oder dunkler. Und das kann ich eigentlich gar nicht so ab in solchen Spielen. Das ist richtig schlimm. Oh Mann. Man sieht immer noch schön aus. Und oh. Ich muss wieder hier hin. Das kann doch nicht wahr sein. Es war so klar. Ja, wo ist es hin? Ah, da. Okay. Warum denn jetzt schon wieder hier? Ist es jetzt irgendwie eine Verarsche so ein bisschen? Oder was ist hier los? Ey, ich hab keine Ahnung, was das hier ist jetzt. Bleib doch stehen. Licht. Lichti, Licht. Lichti. Bleib hier. Ey. Hallo. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es dunkler wurde. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Schade. Es wird halt klarer vom... Also man kann... Oh, da hinten. Habt ihr das gesehen? Ja, ich auch. Also man... Oh. Wo? Da waren wir doch vorhin. Oder gibt jedes Radio immer was? Jetzt fühle ich mich aber endgültig verfolgt. Jedes Radio gibt also immer eine Nachricht ab, okay. Ich wollte das Observatorium verlassen, aber es ging nicht. Ich stand am Tor. Hatte aber keine Vorstellung mehr von der Außenwelt. Es war so seltsam. Als ob das Tal, Steven, einfach alles komplett unbedeutend wäre. Eine Idee von etwas, aber nichts Reales. Ich verliere mein Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob ich schlafe oder wach bin. Meine Fingerspitzen sind taub. Als ob sie noch fühlen würden. Aber mir diese Empfindungen nicht weitergeben, weil das Signal abgefangen wird. Okay. Es wird gruselig. Wir gehen mal dem Lichti nach. Und, ey, ich habe keine Ahnung. Sorry übrigens, dass die Steam-Nachrichten wieder angezeigt werden oder immer noch angezeigt werden.
Ich habe es eigentlich ausgestellt, aber es geht nicht. Weg. Also ich habe keine Ahnung, warum. Oh nein, es wird immer dunkler. Oh Gott, oh Gott. Ach Mensch, guck mal, ja, das lag... Nee. Hä? Okay. Nee, ist nicht das Lagerfeuer, das ist hier irgendwie... War doch immer. Doch, das muss das Lagerfeuer sein, ne? Hm. Ich weiß es nicht, aber wir sollen auf jeden Fall dahin. Weil da ist wieder sowas. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ah. Okay. Das war ja nicht. Aber das hat geklappt. Und oh, eieiei. Sie sollten nicht rauchen. Nicht in Ihrem Zustand. Ist Stevens schuld. Seinetwegen habe ich wieder angefangen. Ich werde Sie nicht aufhalten, aber das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Sturm zieht auf. Das hat Steven auch gesagt. Er wollte zu mir kommen, aber er muss erst ein paar Dinge erledigen. Er glaubt offenbar, dass alles hätte etwas mit ihm zu tun. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls, ob er nun kommt oder nicht. Ich schätze, Steven weiß, wie man die Quarantäne umgeht. Er ist schlau. Das müssen Sie zugeben. Aber vertrauen Sie ihm? Tja, ich liebe ihn. Also hoffe ich, das ist genug. Das hoffe ich auch. Hören Sie, falls Sie nicht durchkommen, aus welchem Grund auch immer, ich versammle alle im Gemeindesaal, treibe die Herde zusammen, so in der Art. Ja, ich habe alle Feriengäste versammelt. Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Die Kinder lieben es. Es lenkt sie ab. Haben Sie das gesehen? Ich hab's gesehen. Und es war irgendwie klar, dass wir da jetzt hin sollen. Und das habe ich auch gesehen. Da war irgendwie so ein weißer Lichtstrahl. Es war kein Blitz, kein normaler. Ich denke mal, wir... Ah, er speichert. Wir nähern uns... Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ziel der Wahrheit, aber mit ganz kleinen Schritten nur. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge